Einsatzbesprechung. Offensichtlich weiß Kazistan inzwischen von der Existenz der Infrawelt. Es gibt eine Kluft. Und sie führen Experimente in einer Geheimbasis durch. Ihr Standort ist die Provinz Felhanyang. Wir wissen nicht, wie weit Sie mit Ihren Experimenten sind, aber wir registrieren erhebliche Fluktuationen innerhalb der Infrawelt. Das bedeutet, Sie sind fähig, mit der anderen Seite zu interagieren. Zu Ihrer Mission. Zerstören Sie den Kondensator und jede hochentwickelte Technologie. Selbst wenn wir den Kondensator zerstören, ist die Kluft immer noch da. Der Bau eines Kondensators ist teuer und zeitaufwendig. Mit dieser Operation gewinnen wir Zeit zur besseren Erforschung der Infrawelt und bewirken so, dass niemand sie gegen uns einsetzen kann. Ich vermute, die Anlage wird streng bewacht. Ja, sie erwartet erheblicher militärischer Widerstand. Ihr Team wird... Team? Team? Hol sie rein, Maler. Ich kann mir ja schon denken, wer kommt. Hey, Baby. Na, ja. Kennst du uns noch? Das war so klar. Claytons Team geht mit Ihnen, als kleine agile Kommandoeinheit, die man nicht so leicht entdecken wird. Die Mission wird in 2 Tagen beginnen. Viel Glück. Mhm. Pass gut auf, Judy. Niemand weiß, was dich erwartet auf der anderen Seite. Keine Sorge. So schnell kriegen die mich in der Infrawelt nicht. Gut. Ich will dich nicht verlieren. Schön, dich zu sehen. Mhm. Für das Missionsziel halte ich einen davon ab, dich zu töten. Aber ich kann es nicht versprechen. Boom. Tja, das lief ja wirklich großartig. Tja, was erwartest du? Ich finde das sehr ermüdend. Wenn Sie nicht mit uns kooperieren, habe ich keine Wahl, als Sie zu töten. Natürlich töte ich Sie auf jeden Fall. Aber es hätte kurz und schmerzlos werden können. Aber stattdessen wird es leider ein ganz, ganz langsamer und qualvoller Tod. Also, ich frage Sie nun ein letztes Mal. Wer hat Sie geschickt? Adam, wo bist du? Es ist alles komplett verlassen! Sind wir hier richtig? Wir sind ganz genau bei den Koordinaten. Der Schneesturm wird noch stärker. Was machen wir jetzt? Jody, sag Aiden, er soll uns einen Unterschlupf suchen. Verstanden, Aiden? Ja, okay. Gucken wir mal. Ich kann ja eh nicht so weit weg als Aiden. Hier ist doch irgendwas, oder? Nee, das ist auch alles zugeschneit. Das kannst du hier voll vergessen. Was ist denn das hier eigentlich? Ja, die bewegen sich ja nicht mal. Wenn sie hier angewurzelt stehen bleiben, dann erfrieren sie sowieso. So, wo ist denn hier was? Wir erfrieren hier draußen. Ja. Kannst du bitte ein Versteck für uns suchen? Ich bin doch schon unterwegs.
So, hier, das sieht doch nach was aus. Hier ist eine Tür dran. Da ist ein Haus dort hinten. Yep. Sieht mal da aus. Sieht mal so danach aus. Okay, ich kann hier sogar... Ah, ich kann noch weiter mit einem hier rumfliegen. Wäre halt interessant zu wissen, ob es hier noch irgendwas gibt. Da ist das Haus. Ist denn hier noch irgendwas? Gestrüpp und so weiter und so fort. Kann ja aber diesmal relativ weit... Oh, da ist doch irgendwas. Ah, da, guck an. Bonus freigeschaltet. Irgendwas wusste ich, ist doch hier bestimmt. Und wir haben es gefunden. Gibt es ja auch zweimal Bonus oder so? Nee. So, hier kann ich noch durchfliegen. So, das war's, glaube ich, aber auch schon. Ansonsten müssen wir durch. Durch den Schnee, durch den Schnee. Verdammte Saukälte! Was sollen wir denn hier? Das ist ein gottverlassenes Fischerdorf! Der Informant leimt uns. Das ist passiert. Wir müssen in Bewegung bleiben, sonst können sie unsere toten Ärsche herauszerren. 3 Tage. Wandern durchs Eis. Wir essen Schnee. Für nichts. Fuck! Was für ein Arschloch hat uns hierher geschickt? Hey, bin's echt leid mit eurem ständigen Gejammer. Wenn's sonst nichts ist, dann haltet gefälligst euer Maul. Hey Jungs, ich friere. Vielleicht machen wir zuerst ein Feuer und streiten dann weiter. Sie hat recht. Wir werden hier bleiben, bis der Sturm vorbeigezogen ist. Ich kontaktiere die Zentrale wegen Anweisungen. Na dann. So, kann ich mit Aiden was machen. So, die machen Feuer. Das ist schon mal gut. Was mache ich? Ich fliege hier mit Aiden rum. So, ist hier draußen jemand? Nach dem Rechten gucken. Gut. Hier scheint niemand mehr zu sein. Das ist wirklich alles verlassen. Das Zeug ist zu nass. Tja. Es muss was einfallen. So, was hat der hier? Scanning. Okay. Ich muss kurz raus. Warum? Ich muss dringend pinkeln. Das stimmt nicht. Stimmt das? So, was hat... Was ist da drin? Aha, Sprengstoff. Hm. Und nun? So, die brauchen Hilfe beim Anzünden, glaube ich mal. So, ich war doch hier draußen schon. Kann hier auf der anderen Seite noch raus. Jetzt hier noch raus. Ja. Aber das war's auch schon. Hier geht's nicht weiter. Ja. Gut. So, was haben sie denn, die Jungs? Erstmal einen Schluck Tee oder Kaffee oder was auch immer das ist. So, Kollegen. Ich muss pinkeln, hieß es gerade eben. So, da kann er nichts mehr machen, oder? So, was hat er hier? Ryan. Hast du eine Verbindung? Nein, das wird ein bisschen dauern bei dem Sturm. Du bist noch sauer auf mich, ja? Hey, vermutlich ändert das deine Meinung nicht, aber tut mir leid, was passiert ist. Du hast recht. Das ändert nichts an meiner Meinung. Hätte mich auch gewundert. So, mit dem gesprochen, geht hier noch irgendwas?
Das Fenster rausgucken. Irgendwie kommt mir das ein bisschen komisch vor hier. Natürlich kann ich rausgehen, aber ich mache hier mal... Ich würde sagen, wir machen hier mal Feuer. Wenn das geht. Natürlich. Da! Hey, du verdammtes Genie! Gib mir 5, Vince! Siehst du das, Jody? Ja. Ja. Ganz toll, Jungs. Na dann. So, die sind zufrieden, die haben ihr Feuerchen. Und wir gehen mal raus. Geh nicht zu weit, okay? Es sind minus 40 Grad. Ich mach da draußen keinen Stadtrundgang. Okay. Was ist da? Ich verstehe gerade nicht, was sie hier sucht. Flieg mal vor mit Aiden. Okay, da hat sie gesagt. Was ist denn da? Das sind Fässer. Oder was will sie denn hier? Nicht, dass wir noch hier irgendwie in den Hinterhalt kommen. Oha, was ist da los? Was ist jetzt los? Ach so, pinkeln, ne? Pinkelt man doch Eiswürfel. Und jetzt? Oh. Also doch nicht so alleine. So, wo sind sie denn? Da vorne sind sie rumgefahren, ne? Also es waren Militärtrucks, ne? Es waren nicht einfach nur Schneeräumfahrzeuge oder sowas. Oh. Okay, dann mal zurück. Na, dass die uns irgendwie gesehen haben mit den Schienen und mit den Fußspuren, wo wir vielleicht hinterlassen. Sie sind hier. Ich habe sie gesehen. Wo? Auf der Hauptstraße. Ein Konvoi-Panzerwagen direkt an mir vorbei. Wurdest du gesehen? Nein. Nein, ich glaube nicht. Und los. Na, das war ja eine kurze Pause. So, dann wieder auf Schienen, ne? Also ich bin mal gespannt, ob wir nicht irgendwann richtig davonfahren müssen mit den Schienen. So, stopp. Schauen wir mal, ob wir da vorne was sehen jetzt. Kann ich jetzt weiter vor? Oh ne. Oh, hier ist Ende. Kann mit Aiden nicht weiter. Ah, da ist noch ein Boot. Fischerboot. Ah, okay. Das war's nicht. Bingo. Aiden, sieh nach, was drin ist. So, dann gucken wir mal, was sie hier denn verstecken. Ja, das habe ich vorhin gar nicht gesehen. So, aha, da ist zu. Oha. Ein U-Boot. Zwei U-Boote, drei. Eins, zwei, drei, vier. Na dann. Soldaten. Sie laden Kisten ein. In U-Boote. U-Boote? Du meinst, die Kluft ist... Sie ist unter Wasser.
Ich meine, sie müssen eine Basis da unten haben und sie nutzen die U-Boote für den Transport. Wie viele Soldaten? Ich sehe da drei. Lass Aiden alle ausschalten. Aiden? Wie soll ich das machen? Kümmere dich darum. Ich komme ja gar nicht weiter. Wie soll ich das machen? Hallo? Ich soll alle ausschalten. Wie soll ich das machen? Ich komme ja nicht mal an den dran. Ah, hier. So, dann mach mal. Wie war das? Ich darf halt keinen berühren, ne? Wenn ich einen berühre, dann mache ich ja wieder auf, oder? So war doch das. Zack. Was war das? Alles gut. Tinze! Keine Ahnung. Zack. So. So, jetzt muss ich da in den Überwachungsraum oder was? Was wollen die da drin? Es war so offensichtlich gerade eben, dass ich da hingehen soll. So. Guten Tag. Hallo? Na dann. Guten Tag. So, was machen wir jetzt? Gib mir mal eine Sekunde, okay? So, gibt's hier noch was mit Aiden zu erkunden? Kann ich unter Wasser? Nee. Unter Wasser geht nicht. Der hier, die liegen da rum einfach so, ne? Sie werden sich doch wundern, wo die anderen bleiben, oder? Wo der bleibt. Wenn das U-Boot nicht abtaucht. Gehen wir mal da hinten zum Kollegen Clayton. Was will der? Hat der irgendwas? Haben wir noch was vergessen? Gute Frage. Ich guck mich mal um. Haben wir noch irgendwas vergessen? Kann ich da durch? Nee. Hier ist zu. Haben wir noch irgendwas vergessen? Vielleicht die Kameras? Kameras ausschalten. Es kommt mir immer so verdächtig vor, wenn sie sagt, haben wir noch irgendwas vergessen? Müsste ich mich nochmal genauer umgucken. So. Hier hinten gibt es mal nichts mehr. Kann Aiden hier noch was machen? Hier sieht man einen ganzen Überwachungskrempel, aber ich kann hier gar nichts machen. Gut. Wir gehen mal auf die andere Seite. Vielleicht gibt es da drüben noch was. Hier. Das hier sind die Panzerfahrzeuge. Die haben nichts mehr drin, oder? Haben wir noch irgendwas vergessen? Ich weiß es nicht. Es sieht mir so aus, als hätte ich hier alles getan, was ich konnte. Nee, da komme ich nicht rüber. Da sind Kameras, aber die kann ich nicht zerstören. Normal kann ich die ja immer zerstören mit einem. Hier funktioniert es diesmal nicht. Da drüben ist auch noch eine. Nee.
Das Spiel lässt mich nicht. Also vermute ich mal, dass es das war. Oh, halt. Das wollte ich gar nicht. So, ein bisschen höher. Nee. Ich glaube, ich habe alles. Ja. Dann gehen wir mal zurück. Scheint so, als hätten wir alles. Hier am Kran selbst können wir auch nichts machen. So. Dann gehen wir mal ins U-Boot rein. Was ist eigentlich mit meinem Rucksack? Wo ist denn der abgeblieben, mein Rucksack? Wird schon passen. Dann gehen wir mal rein. U-Boot-Typen wie den hier kenne ich aus dem CIA-Simulator. Ich müsste es steuern können. Ja klar, nehmen wir ihr U-Boot, das merkt sich ja keiner. Was ich brauche, ist ein Plan. Ich habe nicht vor, hierbei drauf zu gehen. Okay, was genau soll das hier werden? Ich finde eine Lösung für das Problem. Nette Idee, aber das wird nicht sehr lange funktionieren. Tja, also, vielleicht nicht. Aber diese verdammte Kluft wird sich nicht von alleine schließen, oder? Okay. Klappt vielleicht von Weitem. Und dann was? Wir nehmen das U-Boot zur Basis. Und dann sehen wir weiter. Ich gehe mit dir. Was ist mit uns? Zwei sind. Ihr bleibt hier und sucht einen Fluchtweg. Sobald wir zurückkommen, müssen wir wahrscheinlich schnellstens hier verschwinden. Aber... Das ist ein Befehl, Nick! Gib mir den Sprengstoff. Na, das kann ja heiter werden. Dir ist noch klar, dass wir vielleicht nicht lebend zurückkommen, ja? Ja. Ja, das war mir völlig klar. Tiefer. Die Basis ist nicht mehr weit. Ach, muss ich jetzt das U-Boot steuern? Das ist ja krass. Ich glaube, man kann oben die Karte links noch ein bisschen verwenden. Die Sicht ist mies. Ja, man muss nach Karte fahren. Das ist schwer mit der Peilung. Ich hoffe, ich dotze hier nirgends dran. Jetzt sieht es ja mal ganz gut aus. So, Eiden kann ich hier nicht benutzen. Warum auch? Die Frage, hoch oder runter? Wir fahren drunter durch. So, immer den Lichtern nach. Die haben ja hier Lichter unten auf dem Boden anscheinend angebracht. Das hilft ein bisschen. Und da auf der Karte oben sehe ich, da geht es irgendwo rein. Okay. Boah, jetzt sieht man ja gar nichts mehr. Wahnsinn. Hier sind wir richtig. Da. Siehst du das Licht? Ja. Ich hoffe, er will keine Antwort. Ja. Oh oh.
Ich bin beeindruckt. Nur wenige halten das so lange durch. Ich kann hier aber nichts machen, aber ich kann mich umdrehen. Aber vielleicht sind sie operativer, wenn ihr Kamerad leidet. Meine Fragen sind simpel. Ich will zuerst Ihren Namen. Für wen Sie arbeiten. Und woher wissen Sie von der Existenz der Basis? Natürlich will ich auch wissen, was draußen beim Eindämmungsfeld passiert ist. Sag nichts, halt den Mund! Ich werde Ihnen dieselben Fragen immer und immer wieder stellen, bis Sie sie beantwortet haben. Reden oder nicht reden? Wie ist Ihr Name? Reden oder nicht reden? Das muss schmerzhaft sein. Sie brauchen nur zu antworten. Und Ihr Kamerad wird nicht länger leiden müssen. Die bringen uns doch so oder so um. Was muss ich tun, damit Sie sprechen? Möglicherweise brechen Sie Ihr Schweigen, wenn ich etwas weitergehe. Oh, 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 oh. Eigentlich will ich es ja gar nicht, aber... Oh, was? Boah, ernsthaft, das Auge. Vollkommen unnötig. Sie müssen mir nur antworten und dieser Albtraum hat ein Ende. Na los doch. Reden Sie schon. Ich hasse es, Menschen so sinnlos leiden zu sehen. Wir bleiben stark. Ein sehr dringender Auftrag. Ich muss Sie leider verlassen. Ich werde schon bald zurückkehren und dann werden wir uns weiter unterhalten. Boah, scheiße.